Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play Oblivion. Hier Gorath ist futsch und wir sollen alles entfutschen. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Ja, ich weiß, nur ich will was loswerden. Nicht hier. Ah, nicht hier. Nicht da. Vielleicht hier. Weil es ist ja nur einer von vielen. Für 126 Kilo hat es ziemlich leicht gedonkt. So, Kelchstor umkehren. Ne, brauchen wir nicht. warum sagt es mir nie, ich soll einfach rausgehen? So, wo müssen wir hin? Da dürfen wir hin. Ich würde mal sagen, wir gehen von hier aus. Dann können wir nämlich. Das sieht für mich aus wie so ein Tal. Ach, danke. Gerne. Habe ich nicht gerade was von einem Tal gesprochen? Ja, und das sieht aus wie ein Vieh, oder? Na, nein, es bewegt sich nur. Ach komm, bring mich schon. Boah, massiger Skalon, der macht schon ein bisschen Damage. Wir haben da nicht mal alle Leben voll. Wie viel? Wo haben wir es? Warte, ich will einfach nur, dass wir nachher Leben haben. Deswegen. Alter Trick. Dauert auch nicht sehr lange. Wie ich es finde. So, nur noch drei, oder? Noch eins. Amsans Blutdurst wurde gestillt. Das hat uns zwar teilweise zurückgeworfen mit den Verzauberungsaufladen. Scheiße, hoch, nicht runter. Jedoch trotzdem. Meh. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist scheiße. Das müssen wir nur noch über das Tal. Sarkasmus, Ironie. Wie ihr es nehmen wollt. Ich denke, in dem Fall ist es aber eher Ironie. Ah, hier scheint man aber hoch zu können. Komm schon. Egal was du bist, verpiss dich. Das Vieh wollte mich doch gerade verarschen, oder? Ach, verpiss dich. Oder ich verpiss mich. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es hier, wie es aussieht, steil nach unten geht. Scheiße. Ich sehe da schon ein Monster. Aber auf die habe ich gerade voll gepackt. Aber springt eigentlich nicht so direkt ins Wasser. Wir haben irgendwie langen Atem. Ich dachte immer, das würde voll schnell vorbeigehen. Weil es auch so war. Früher. Vielleicht kann man irgendwie mit einem höheren Level halt auch länger die Luft anhalten, wer weiß. Aber ich hab vergessen, dass ich voll aufs Klo musste. Wieso fällt mir das immer erst nur in der neuen Aufnahme wieder auf? Ja, na doch. So, hier rein mit uns. Ich sagte, hier rein mit uns. Messerspitz. Keine Ahnung. Setzen wir uns mal richtig hin und das ist ein Ding, was wir ausnehmen können. Ebenholzstiefeln. Ah, wir haben Detra-Stiefeln. Komm, nehmen wir mal mit. So, erstmal das hier. Und ich glaube, ich habe Fallen gesehen. Bin mir aber nicht sicher.
Ich sehe was Schlimmeres als Fall. Ich sehe einen Pisser. Ah, falscher Zauber. Du denkst, du kannst mir Damage machen? Ich kann dir mehr Damage machen als du mir, Bitch. Boah, meine Nase juckt voll, weil ich hier voll die Katze im Gesicht hatte. Mal gucken, wo gehen wir denn jetzt lang? Da können wir rüberhüpfen. Aber es würde uns nichts bringen, wie es aussieht. Denke ich mal. Eventuell, manchmal. Sonntags. Wir haben Sonntag, verdammt. Irgendwie hat sich was verändert. Euer Gnaden, ich habe auf euch gewartet. Die Ereignisse dieses Tages, wie die aller Tage davor und danach, sind mir bekannt. Für Dyos und Myteria gibt es keine Überraschungen. Sheogorath ist gefallen. Und ihr sucht nach Mitteln, die Machenschaften des Prinzen der Ordnung zu vereiteln. Ihr sucht den Thron des Wahnsinns. Jedoch darf kein Sterblicher ohne den Stab den Thron besteigen. Deswegen seid ihr hier in meinem Gefängnis. Ihr wollt den ersetzen, der mich hier eingeschlossen hat. Wenn ihr den Platz von Sheogorath einnehmen wollt, dann fragt mich, was ihr wollt. Dass sie alle kein Problem mit so etwas haben. Ihr habt ein Buch erwartet. Ein altes Buch, das alle Geheimnisse enthält, die ihr sucht. Doch stattdessen habt ihr mich gefunden, das letzte Überbleibsel. Individualität ist eine Illusion. Die Einzelheiten meiner Existenz haben nicht mehr Bedeutung als die Geschichte eines Steins. Aber wenn ihr darauf besteht, ich war einst Bibliothekar der großen Bibliothek von Jygalak. Wie habt ihr überlebt? Nach jedem Zyklus des Grauen Marsches hat Sheogorath jede Form der Ordnung auf den Shivering Isles vertrieben oder ausgelöscht. Ich allein habe überlebt. Sheogorath kann sich nicht überwinden, das Wissen zu zerstören, das ich besitze. Stattdessen hat er mich an diesem Ort eingesperrt und mir verboten zu sterben. Ich habe kein anderes Wesen gesehen, bis das Schicksal, wie vorherzusehen war, euch zu mir gesandt hat. Ich hab genug gehört. Wie ihr Messerspitzstab von Sheogorath. Ich kann die physische Hülle des Stabes erschaffen, aber die göttliche Essenz muss anderswo gefunden werden. Aber die Apotheose ist keine einfache Angelegenheit und die Herstellung des Stabs ist keine einfache Aufgabe. Ich benötige zwei heilige Gegenstände, um sie zu vollbringen. Jetzt haben wir etwas über den ersten Gegenstand. Die Shivering Isles bergen viele Geheimnisse. Aber nur wenige wurden noch nie von sterblichen Augen gesehen. Der Stab ist ein Werkzeug von großer Vision und verlangt daher das Auge von jemandem, der eines dieser verborgenen Geheimnisse selbst gesehen hat. Ziirta bewohnt die heulenden Hallen von Mania. Sucht sie auf und bringt mir das Auge, das gesehen hat, was kein anderes je erblickte. Okay, erzähl mir über den zweiten Gegenstand. Die Bäume und Zweige dieses Reiches nähren sich von einer tiefen Quelle des Wahnsinns und des Mysteriums. Einer der ältesten Bäume, der Baum der Schatten, steht in den Hallen von Milcha. Milcha ist ein Ort der Ruinen, der Wurzeln und der Manie. Geht dorthin und bringt mir einen Zweig dieses Baums. Aber seid gewarnt, der Baum wird seine Geheimnisse nur demjenigen preisgeben, der sie verdient hat. So, dann muss ich also beide Teile suchen. Ja, nur dann kann ich einen passenden Behälter erschaffen, der die dem Fürsten dieses Reiches innewohnende Kraft aufnehmen kann. Mit dem Stab könnt ihr vielleicht den Thron des Wahnsinns besetzen, aber ihr solltet wissen, dass so etwas noch nie versucht wurde. Egal. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass ihr scheitern werdet. Das steht fest. Doch sage ich auch voraus, dass euch das nicht davon abhalten wird, es zu versuchen. Alte 4 entfernen. Okay, Schattenbaum. Die Wurzeln des Baums der Schatten verlaufen bis ins Herz der Shivering Isles. Es heißt, dass der Baum vom Wasser aus dem Hain der Spiegelung trinkt. In diesem Hain bekommt man gezeigt, wer man wirklich ist. Nachdem ihr nun der Wahrheit ins Auge geblickt habt, hat euch der Baum seine Zweige gegeben. Da kommt's. Also wir kommen jetzt an die Stelle, von denen ich gesprochen habe, die in Zelda kommt. Er kann sich jetzt schon, selbst wenn man Zelda nicht gespielt hat, so wie ich,
herausdenken, heraushören, was uns in diesem Hain widerfahren wird. Wer sind wir? Was sind wir? Was wollen wir? Dies und alles weitere sehen wir wann anders. Wo müssen wir denn hin? Das verwirrt gerade voll, der Questmarker. Da hat wohl jemand Scheiße gebaut. Befister. Los, bringt ein Patch dafür. Schon angegriffen von einem kleinen Hunger. Oh, wie viel. Bisschen. Ne, du bist ein richtiger Hunger. Der heilt sich. Mann, du Arschloch, warum bist du so frühzeitig gestorben? Oh, 3 Star-Tränke. Star. Die Mobs sind aber schnell wieder respawned. So, Milcher und einmal die heulenden Hallen. Okay, wir sind jetzt schon einmal hier, ne? Deswegen gehen wir mal hier. Ich glaube, es waren hier mit der im Hain. Verpiss dich! Boah, wie uns das gerade weggemetzelt möchte. Wie ich das voll weggemetzelt habe. Scheiß auf Gift. Macht mir nix. Gift ist was für Schwächlinge. Ich trinke jeden Tag 3 Portionen Gift. Das hält mich fit. Zum Aufstehen, zum Wachwerden, zum Schlafen. Hammergeil. Ich weiß nicht, vielleicht war das ein spezifizierter. Weil es gibt wirklich Stellen in Oblivion. Orte, die werden nicht auf der Karte angezeigt. Das gehört zu keiner einzigen Quest. Man kann die aber finden. Und dann sind immer richtig fettes Loot da. Ich habe eins selbst mal in Cyrodiil gefunden. Hammermäßig, was da alles drin war. War nur ein kleiner Raum, wo man abgestiegen ist. Also das war einfach nur eine Falltür in den Boden. Die hat man gefunden. Irgendwann, irgendwie, wenn man Glück hatte und Augen offen hielt. Ist reingegangen, war nur eine kleine... Nur ein Gang. Nur ein kleiner Gang. Ein Raum. Und darin war halt das große Epic Loot drin. Je höheres Level ist ja natürlich auch besseres Loot drin. Aber es war nicht in der Karte verzeichnet. Bekannt als... Also, wenn man es gefunden hatte, dann bekannt. Als Ort des Lootes. Ja! Fick dich. Das hat mich gerade abgefuckt. Ich finde den Eingang nicht. Da ist der Eingang. Ich muss voll pissen. Ich gehe aber jetzt nicht pissen. Nexus. Diese scheiß Elytra-Viecher. Weg und... Das ist eigentlich voll die Taktik. Müssen wir hier rein? Ich denke mal ja. Ich bin im Hain der Spiegelung angekommen. Nach Dios Angaben muss ich den Baum der Schatten finden und mein wahres Ich enthüllen, bevor ich mir einer seiner 2 nehmen darf. Angst. Das wird ein Spektakel. Das sage ich euch, Jungs und Mädels. Boah, wir sind direkt da. Alter. Okay, macht euch befasst. Ich weiß ja, was kommt. Denn wie kommen bei raus? Als. Sie nutzt jede Fertigkeit, die wir haben. Okay, das wird ein harter Kampf. Goldene Heilige, du bist dran. Möge Talos mich segnen.
Wer hat das gerade gesagt? Seit wann können wir Spinnen der etwas beschwören? Gott. Oh, wie kämpft die? Tja. Und sie ist vielleicht verwachsen, kann das sein? Oder nee. Ich finde das normal. Okay. Nachdem ich mich dem Hai der Spiegelung genähert hatte, erschien aus dem Gewässer des Hains ein schattenhaftes Abbild meiner selbst und griff mich an. Ich habe es besiegt und nun lockt mich der Baum der Fackel. Eine Fackel. Okay, das ist scheiße. Dreh dich mal um. Man kann nämlich das Schwert haben. Aber ich weiß nicht mal, wo man es bekommt. Wie dir es verlangt, habe ich einen Zweig des Baumes der Schatten an mich gebracht. Jetzt soll ich Zitra. Ja, ja, ist gut. Wir erkunden dieses Örtlein noch. Weil man kann das Schwert haben, ich weiß es. Ich hatte es. Wie ging das nochmal? Mann, wir haben uns selbst getötet. Ist das nicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, deprimierend? Naja, wir sollten uns selbst ruhen lassen. Ruhe in Frieden. Wäre ja auch albern gewesen, wenn wir uns selbst ausgenommen hätten. Haben wir vorhin gesagt, mein Leben für Talos oder so? Ich weiß es nicht. Das hat mich verwirrt. Und das hochgradig. Und das ist ein Ding. Elfenpfeile. Nee. Warte. Einsichtig Gold. Jedes kleines bisschen hilft, wie die Bettler immer sagen. Wir sollten aber, warte mal, wir haben ja auch Ding zu. Warte, haben wir? Nee, haben wir. Doch, haben wir. Testen wir es mal. Na klar. Wow, wir haben alles von uns weggehauen. Also das heißt, wenn wir das machen. Wäre das nicht voll praktisch gegen Gegner? Einfach mal so einen Ballungszauber denen ins Gesicht werfen. Die sind dann von jedem Buff befreit. Ja, damit kann man übelst taktisch kämpfen. Naja. Übelst taktisch kämpfen. Tun wir jetzt nicht mehr, denn ich beende jetzt die Aufnahme und somit diese Folge. See you later.